Ich bin Tag und Nacht für euch im Einsatz. Ich wollte schon immer hoch hinaus. Ich bringe den Ball für die Kinder ins Rollen. Mit mir die innere Mitte finden. Ich sorge für sauberes Wasser. Bei mir bekommt jedes Boot eine zweite Chance. Starke Frauen. Starkes MV. Aber warum sind immer noch so wenig Frauen in Wirtschaft und Politik an der Spitze? Das fragen wir uns auch. Lasst uns das ändern. Gemeinsam. Willkommen, liebe ZuschauerInnen, zu unserem Online-Talk auf ein Wort mit. Aus dem schönen Rostock und hier aus dem schönen Studio Studio 301. Der Landesfrauenrat lädt in dieser Woche und in der nächsten Woche und ich glaube auch noch in der übernächsten Woche Kandidatinnen zur Landtagswahl ein, um mit ihnen über Gleichstellungsthemen zu debattieren, sie zu ihren politischen Zielen zu befragen, zu ihren Meinungen, zu ihren Haltungen. Mein Name ist Ulrike Bartel. Ich bin die Vorsitzende des Landesfrauenrates Mecklenburg-Vorpommern und ich eröffne heute hier die Gesprächsreihe mit einem Gast, die kein Neuling in der Politik mehr ist, sondern eigentlich fast schon zu den alten Häsinnen gehört. Sie kommt aus dem schönsten Wahlkreis der Republik, so wie sie selber immer wieder behauptet. Aber es ist eigentlich auch ein schöner Wahlkreis. Und sie tritt dort für die SPD an. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Drese. Dankeschön. Sie sind 44 Jahre alt, leben mit ihrer Familie, ihren zwei Kindern in Saatow, sind aber geboren und aufgewachsen in Rostock, haben dort auch Jura studiert. In ihrem ersten Leben sozusagen sind sie Rechtsanwältin, haben eine Kanzlei 2003 in Duberan aufgemacht und in ihrem zweiten Leben sind sie Politikerin. Zweites Leben eigentlich parallel zum ersten Leben gestartet, ne? Auch 2003 in die SPD eingetreten. Sie haben sich kommunalpolitisch engagiert, sind dann auch seit 2011 im Landtag und seit 2016 Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung. Also Sie haben doch schon einen politischen Weg hinter sich. Ich habe jetzt hier ganz schön viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wir haben eine Stunde Zeit. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle schaffe. Zumal auch Sie, liebe ZuschauerInnen, einfach auch Fragen im Chat stellen können. Ich werde die dann gucken, dass wir die, wenn es passt, dann auch immer noch mit einfließen lassen. Sie können sich also beteiligen. Sie können aber auch Fragen an uns senden per Mail an info@landesfrauenrat-mv.de. Genau, fangen wir einfach an. Wir fangen einfach mal so richtig gleich Sturz ins kalte Wasser, ne? Mit einer Was-wäre-wenn-Frage. Liebe Frau Drese, stellen Sie sich mal so folgende Situation vor. Sie sind im Supermarkt, gehen einkaufen. Sie stehen an der Kasse, so eine schöne lange Schlange hinter Ihnen, vor Ihnen. Und hinter Ihnen stehen zwei Menschen, die unterhalten sich sehr lautstark. Sie können also alles mithören. Und da wird dann über Gender und über Gleichstellung geschimpft. Und irgendeiner sagt dann, so Gleichstellungsbeauftragte, was soll denn das? Die braucht man doch gar nicht. Wie reagieren Sie? Ich habe tatsächlich eine ähnliche Situation erlebt und ich kann bei solchen Themen natürlich dann schlecht an mich halten. Also ich könnte jetzt nicht meine Einkäufe auf das Band legen und so tun, als würde ich es nicht gehört haben, sondern würde mich schon da ins Gespräch mit einbringen, ohne jetzt natürlich zu einem absoluten Stau da am Band zu führen. Es würde mich auch interessieren, wer sich dann darüber unterhält. Ob das jetzt zwei Frauen oder zwei Männer sind, ist für die Argumentation da sicherlich auch nochmal entscheidend.
Aber da ich ja auch in meinem Bereich als Gleichstellungsministerin bekannt bin, würde ich jetzt nicht so tun, als hätte ich nichts gehört. Okay. Würden Sie sich outen richtig so? Ich bin hier die Gleichstellungsministerin? Bestimmt im Laufe des Gesprächs schon. Mhm. Aber bei dieser Situation würde ich zunächst damit einsteigen und fragen, was Sie denn beruflich machen und ob Sie wirklich noch nie den Rat und die Hilfe einer Gleichstellungsbeauftragten in Ihrem Unternehmen gebraucht haben. Das kann ich mir nämlich bei den wenigsten vorstellen. Okay, alles klar. Eine zweite Was-wäre-wenn-Frage. Sie gewinnen die Wahl und Sie werden erneut Gleichstellungsministerin. Und die Finanzministerin, die neue, erhöht ihren Etat um 500.000. Wofür würden Sie dieses Geld ausgeben? Haushaltsberatung. Wenn wir beim Thema Gleichstellung sind, dann wäre natürlich in diesem Bereich wichtig, dass wir in unserer Beratungslandschaft weiter dazu kommen, uns Tariflöhnen anzunähern, anzupassen. Das wäre also etwas, wo ich das Geld dann sehr gut einsetze. Dann kommen wir zu unserem ersten Themenkomplex, das Thema Parität. Da würde ich ganz gerne zu Beginn einfach eine kleine Grafik einblenden, die verdeutlicht, dass Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich das Schlusslicht beim Frauenanteil im Landtag ist. Das sehen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Das muss ich Ihnen jetzt einfach so sagen. Das wird für unsere ZuschauerInnen jetzt eingeblendet. Also es ist wirklich so, aktuell liegt Mecklenburg-Vorpommern beim Vergleich eben halt auf dem letzten Platz. Wir haben 23,9% Frauenanteil in den Landesparlamenten. Thüringen ist gerade aktuell auf dem ersten Platz mit 40%, also auch noch nicht Parität. Und im Bundestag wissen Sie ja auch, wie das dort aussieht. Es ist eigentlich ziemlich traurig für unser Land, da haben wir noch einfach viel zu tun. Vor diesem Hintergrund, wie war denn eigentlich Ihr Weg in die Politik? Beziehungsweise was oder wer hat Ihnen geholfen? Beziehungsweise was hätten Sie sich vielleicht einfach noch gewünscht? Was hätten Sie vielleicht auch gebraucht? Ja, ich glaube, das, was wir unbedingt brauchen, um den Anteil von Frauen in den Parlamenten zu erhöhen, ist mindestens der Weg, den meine Partei, den die SPD geht, in dem die Listen für die Landtagswahl abwechselnd mit Frauen und Männern aufgestellt werden, sodass also schon klar ist, wenn jemand über die Liste in den Landtag einzieht, dann der Anteil von Frauen und Männern gleich ist. Nun ziehen nicht alle über die Liste ein, sondern es gibt ja auch Direktmandate, die errungen werden. Und da spielt schon eine Rolle, inwieweit man auch am Anfang der politischen Karriere, des politischen Interesses Unterstützung erfährt. Ich muss für mich reflektierend sagen, ich habe am Anfang der Karriere, als ich so in der Kommunalpolitik angefangen habe, oft Unterstützung von Männern bekommen. Allerdings auch erst zu dem Zeitpunkt, zu dem sie selbst dabei waren, an eine Nachfolge zu denken, aus der Politik auszuscheiden, also in keiner direkten Konkurrenzsituation standen. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine Kommunalpolitiker-Kollegin mal gesagt hat, warum soll ich dir helfen? Ich habe selber einen schweren Weg bis hierhin gemacht. Das fehlt mir manchmal, diese Solidarität auch unter den Frauen, gerade in der Kommunalpolitik, bei der nun mal viele anfangen, sich politisch einzubringen, sind oft Abendsitzungen, Tagesordnungen, die sich wirklich lange hinziehen. Und gerade Frauen, wenn sie dann vom Beruf kommen, sich um die Sorgearbeit noch immer viel mehr kümmern, als ich mir das wünsche und vorstelle, also noch den Haushalt hinter sich haben und dann zu einer Sitzung hetzen, brauchen einfach auch gute Unterstützung von Männern und Frauen. Von daher glaube ich, dass es beides geben muss. Es muss die gesetzlichen Regelungen geben, die wir ausschöpfen können bei der Frage Parität. Die Parteien sind gefragt, die Listen so aufzustellen. Aber es braucht auch das gute Miteinander in den einzelnen kommunalen oder politischen Vertretungen. Also Parität, gesetzlich regeln, ja oder nein? Die SPD hat im Wahlprogramm das eindeutig mit Ja beantwortet. Ich beantworte das auch mit Ja, wäre dann aber in der Verantwortung, es natürlich so zu gestalten, dass es auch verfassungskonform ist. Und das wird der Punkt sein, der juristisch auch zu besprechen ist. Wie machen wir es so, dass wir dann eben auch ein Gesetz haben, das wirksam ist? Aber wie könnte das denn konkret aussehen, ne? Angesichts der Schwierigkeiten, die wir ja gerade so in Thüringen und in Brandenburg hatten, müssen wir dann, denke ich, schon nach neuen Wegen suchen. Haben Sie da schon einen Plan?
Nein, es gibt in beiden Ländern ja den Vorstoß für ein Gesetz und die Überprüfung durch die Gesetze. Und da kommt dann mein erstes Leben doch noch durch, dass ich sage, ich möchte gern in dem Urteil sehen, was gibt das Gericht dann eigentlich der Politik als Auftrag mit? Wie kann es so gestaltet sein? In Frankreich sehen wir, es funktioniert es. Dort ist es so für zumindest die kommunale Ebene aufgeschrieben, dass ein Paritätgesetz dort auch greift. Und sowas möchte ich eben für unser Land auch. Bis dahin müssen wir uns eben damit helfen oder wollen uns auch damit helfen, dass die Parteien möglichst verpflichtet sind, paritätisch zu besetzen. Wir haben auch so deswegen so einen schlechten Schnitt, was die Frauen im Landtag angeht, weil wir eine Fraktion dabei haben, in der gar keine Frau vertreten ist, in der AfD-Fraktion. Das ist eine reine Männerrunde. Also von daher liegt der Schlüssel am Anfang auch schon bei der Frage, wie stellen die Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf. Mhm. Das eine ist so der gesetzliche Rahmen oder eben halt die Strukturen, die man vorgeben kann. Aber das andere ist halt die Frauenförderung an sich. So, ne? Was haben Sie eigentlich ganz konkret getan, um Frauen zu fördern? Nun sind Sie auch in der Position, wo Sie das auch tun können. Was tun Sie konkret? Also innerhalb der Partei ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch junge Frauen am Anfang unterstütze. Und nicht so, wie ich es erfahren habe, unterwegs bin und sage, geht jetzt alle mal den schwierigen Weg selbst, sondern ich gebe meine Erfahrungen auch weiter. Wenn ich weiß, die ein oder andere Sache ist eine Sackgasse, da braucht man sich oder Frau sich gar nicht reinzubewegen, dann gebe ich solches Wissen auch weiter. Sind Sie richtig Mentoren auch? Ja. Ja, also ich bin innerhalb der SPD-Mentorin für junge Frauen in der Politik, aber ich bin auch als Mentorin in meiner Funktion als Gleichstellungsministerin in unseren Mentoring-Programmen. Mhm. Wir haben als Land ja Mentoring-Programme in Wirtschaft, in Wissenschaft, in der Kunst. Und aus meiner Sicht ist das der beste Weg, jede Personalverantwortliche in einem guten Unternehmen sollte über Mentoring-Programme auch Führungspositionen besetzen und fördern. Mir hat es sogar als Mentorin etwas gebracht, mit einer jungen Frau am Anfang ihrer Karriere zu besprechen, welche Ziele hat sie, wie kann sie die erreichen. Dann habe ich mich noch mal reflektieren können und so an der einen oder anderen Stelle gemerkt, da habe ich auch mal Glück gehabt. Das war etwas, was nicht geplant war. Also selbst als Mentorin nimmt man aus einem solchen Prozess viel für einen selbst auch noch mal mit. Sie haben jetzt gerade gesagt, Mentoring-Programme so in Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich habe mich schon öfter mal gefragt, ob es sowas auch im sozialen Bereich einfach möglich wäre. So kam mir gerade so diese Idee. Weil ich erlebe es immer wieder, so gerade im sozialen Bereich, was ja ein großer Sektor bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass es ganz viele Frauen gibt, die in diesen pädagogischen Berufen arbeiten, aber in der Chefetage sind überall einfach dann auch die Männer so, ne? Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir waren eigentlich beim Thema Parität und jetzt sind wir schon bei Frauen in Führungspositionen. Aber so, ja, so weil doch das, alles, ne? Mit allem das zusammenhängt. Alles mit allem gehört zusammen, genau. Ich habe ja eine Frage, hat mir mal eine Kollegin mitgegeben. Haben Sie schon mal an einer Unterschriftenkampagne zu Parität teilgenommen? Sicherlich, ne? Das weiß ich gar nicht, ob ich an einer Unterschriftenkampagne schon teilgenommen habe. Ich bin sehr zurückhaltend, was so Unterschriftenkampagnen angeht. Ich mag es lieber dann in Gremien das Thema wirklich anzubringen. Ich kann mich gar nicht erinnern, an einer Unterschriftenaktion mal teilgenommen zu haben, zu gar keinem Thema. Ja, da gab es ja diverse Online-Kampagnen, auch gerade so wegen Thüringen und wegen Brandenburg. Ne? Also ist Parität schon ein Schwerpunkt für Sie, wenn Sie in der kommenden Legislatur Regierungsverantwortung übernehmen sollten? Auf jeden Fall, weil wir mit der Freiwilligkeit bis zu einem gewissen Punkt gekommen sind. Das sehen wir auch, was Unternehmen angeht, die im Aktienbereich unterwegs sind. Erst als sie gesetzlich verpflichtet waren, ihre Vorstände so zu besetzen, hat sich dort etwas bewegt. Vorher haben wir 10 Jahre auf Freiwilligkeit gesetzt. Es wird nur über eine gesetzliche Regelung gehen. Dann erhoffe ich mir, dass es irgendwann so viele Vorbilder gibt, Frauen und Männer in der Politik, die gut zusammenarbeiten, dass wir das nicht mehr brauchen. Aber so weit sind wir einfach noch nicht. Und ob wir das noch erleben werden? Ich hoffe sehr darauf, dass wir das erleben werden. Alles klar.
Ich weiß irgendwie so vor 10 Jahren, als ich hier im Vorstand vom Landesfrauenrat angefangen habe, da war immer so lange, oh, Parität ist ein ganz schön dicke Bretter, so, da wollen wir gar nicht ran. So. Aber so durch einfach unsere Kollegin im Landesfrauenrat in Thüringen und in Brandenburg hat mich dann doch so ein bisschen einfach, und auch der Deutsche Frauenrat hat das Thema ja angefasst, dann doch gedacht, ja, doch, das ist ein Thema auch für uns in MV. Und wenn wir da Ihre Unterstützung auch hätten als Gleichstellungsministerin, wäre das natürlich schon toll. Ja, na klar. Okay, dann komme ich zu meinem nächsten Thema. Ich weiß nicht, das haben Sie bestimmt gelesen, Anfang des Jahres hat der Spiegel so einen großen Beitrag gemacht, so eine Titelstory war das. Da hat der Spiegel die Zeitschrift weibliche Bundestagsabgeordnete befragt zu ihren Erfahrungen explizit mit Frauenhass. Mhm. Ungefähr gut ein Viertel der Kandidatinnen, der Parlamentarierinnen hat auch geantwortet auf diese Umfrage. Und 69% von ihnen haben angegeben, dass sie schon Frauenhass erlebt haben, auch zum Teil von innerhalb des Parlaments, also nicht nur von draußen, aber eben auch überwiegend auch von draußen per Mail, Hassbotschaften, auch im analogen Raum, dass sie zu Hause belästigt wurden, gestalkt wurden. 36% wurden angegriffen. Viele mussten die Polizei einschalten und den Staatsschutz. Aber bislang scheint es eher so, dass Behörden und Justiz und auch die Politik dies nicht wirklich so als Thema sehen. Letztes Jahr wurde ja das Strafrecht in dem Punkt ja nochmal verschärft, was Hasskriminalität betrifft. Aber das ist eher im Kontext von Antisemitismus, von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit spielte da überhaupt keine Rolle. Und was ja gerade von Frauenorganisationen vielfach dann einfach bemängelt und kritisiert wurde. Und wir erleben das auch gerade, wir sind ja auch dabei als Landesfrauenrat, dass wir auch gerade junge Frauen immer dazu auch motivieren wollen, in die Politik zu gehen. Aber von vielen Frauen, die dann in der Politik sind, zurückgemeldet wurden, sie müssen enorm viel Kraft darauf verwenden, sich gegen diese Anfeindungen zu wehren. Also Kraft und Zeit, die sie eigentlich viel lieber in ihre politische Arbeit stecken würden. Und es ist einfach schwer in dieser Situation, dann wirklich Frauen zu motivieren, in die Politik zu gehen. Also da ist gerade die Verbindung zu unserem ersten Thema, zu Parität, wo wir ja häufig auch die Antwort immer kriegen, Frauen wollen ja gar nicht in die Politik, ne? Aber wenn sie die Rahmenbedingungen gar nicht zur Verfügung haben. Das wäre so die Frage. Das Strafrecht hatte ich jetzt zitiert, das ist ja natürlich Bundesangelegenheit, aber was können Sie im Land tun als Politikerin? Also was können Sie ganz konkret tun gegen Frauenhass? Das betrifft dann ja nicht nur die Politikerin, das betrifft ja auch andere Bereiche. Mhm. Genau. Also ich finde erstmal schon wichtig, dass das überhaupt ein Thema ist. Ich kenne das selber auch und bin mir sicher, wenn wir auch in Mecklenburg-Vorpommern die Umfrage machen würden, können das auch ganz viele Frauen bestätigen. Mhm. Oft vermischt sich das auch. Die Diskriminierung als Frau mit Fremdenfeindlichkeit, Beschimpfungen. Jede Frau kann ich nur ermutigen, die sich politisch interessiert und engagiert, sich davon gerade nicht abschrecken und unterkriegen zu lassen. Ich bin damit so umgegangen, dass ich es jedes Mal konsequent angezeigt habe. Häufig sitzen die Täter leider, wenn es dann über das Internet läuft, auch wirklich im Ausland. Und so ganz weit bin ich mit den Ermittlungsverfahren nicht gekommen, bleib mir aber meiner Linie treu. Dinge, die wirklich beleidigend sind, die Bedrohungen oder Ähnliches sind, auch anzuzeigen. Und das zu thematisieren, finde ich als erstes schon sehr wichtig, denn genau das wird ja damit erreicht, dass die eine oder andere Frau sagt, ich bin zwar motiviert für Politik, aber will ich mir das tatsächlich antun? Nein, ich ziehe mich zurück. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens übers Internet läuft. Wenn ich an einem Wahlkampfstand stehe, passiert mir ganz selten, dass jemand auch den Hass wirklich ausspricht, wenn er mir gegenübersteht. So ins Gesicht rein. Ja, von daher ist es ganz wichtig, da schließt sich auch der Kreis zum ersten Punkt wieder. Es braucht Frauen, die in der Politik als Vorbilder da sind, die nicht
als, ja, als was Ungewöhnliches angesehen werden, sondern es muss ganz selbstverständlich und ganz normal sein. Und dann gehört eben auch dazu, dass wir eng mit den Ermittlungsbehörden, mit Staatsanwaltschaft und Polizei zusammenarbeiten, um diese Vergehen dann auch wirklich, oder wenn es sogar eine Bedrohung ist, zu verfolgen und dann dort zumindest jedes Mal ein Ermittlungsverfahren zu haben und darüber öffentlich zu reden. Ist auch ganz wichtig. Ich weiß, dass mir es am Anfang so ging, dass ich gedacht habe, ich bin die Einzige, die davon betroffen ist. Und als ich dann die Anzeige bei der Polizei erstattet habe, bin ich auf eine Polizeibeamtin getroffen, die mir dann erst mal erzählt hat, was an Verfahren dort alles schon vorliegt. Es ist also nach wie vor ein Thema, bei dem wir sowohl über das Strafrecht, über die Ermittlung weiterkommen müssen, als auch das Thema öffentlich zu machen, dafür eine breite Diskussion zu haben, weil es dann doch anonym im Netz eher so ist, als dass es uns tatsächlich in unserer politischen Arbeit auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene passiert. Aber es gab ja auch gerade dann schon in der Vergangenheit Urteile, wo das dann so einfach unter Meinungsfreiheit, ne? Also ich erinnere an den Prozess mit Frau Künast war das, glaube ich, damals, ne? Wo das dann gar nicht als Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass eben tituliert wurde, sondern eben unter Meinungsfreiheit lief. Und es gibt ja auch andere Regionen in Europa, wo eben halt dieser Frauenhass wirklich einfach als Hasskriminalität auch strafrechtlich verfolgt wird. Können Sie sich sowas vorstellen? Würden Sie sich dafür einsetzen? Ich kann mir das nicht nur vorstellen, sondern ich halte es für notwendig. Mhm. Denn genau die Dinge, die wir uns jetzt erzählen, sind eben Realität. Ich kann mich an dieses Urteil bei Frau Künast auch noch erinnern. Nun ist die Schwierigkeit, bei Beleidigung muss immer derjenige selbst, ne, anzeigen, dass er sich auch tatsächlich beleidigt fühlt, und das muss eingeordnet werden. Aber ich halte es für mehr als notwendig, und wenn wir uns auf den ganzen europäischen Bereich uns das angucken, dann erst recht. Also mir macht auch in vielen europäischen Ländern die Entwicklung gerade im Justizbereich da auch Sorgen. Von daher wird auch eine Gesetzgebung dort nochmal helfen und unterstützen. Das ist kein Bagatellthema, ganz im Gegenteil. Also wir haben uns als Landesfrauenrat des Themas eigentlich auch schon seit ein paar Jahren angenommen, weil wir denken auch, dass es schon auch da einen festen Zusammenhang gibt, ne? So zwischen Feminismus und Demokratie. Mhm. Ne? Also wenn Frauen daran gehindert werden, so ihre demokratischen Beteiligungsrechte einfach wahrzunehmen, ist das schon demokratiegefährdend eigentlich auch so, dass es einfach wichtig ist, so sich dagegen einzusetzen. Mhm. Dann schauen wir mal, was wir da schaffen. Ich gucke mal so nebenbei auf, ob das schon, da sind schon ein paar Fragen eingegangen. Liebe ZuschauerInnen, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie durchaus im Chat. Die erreichen mich hier auf dem Tablet und die werde ich dann nachher bei dem Themenblock auch gerne einfließen lassen. Jetzt komme ich zu unserem nächsten Thema, die Gleichstellungsstrategie. Da haben wir ein kleines Video vorbereitet. Wir als Landesfrauenrat haben also 3 Monate in die Zukunft geschaut und haben mal geschaut, wie es denn aussieht. 2 Monate nach der Landtagswahl. Das ist Anne-Manuela Michael-Simone, die neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin, weil der Job nun mal so heißt, sind alle mitgemeint. Sie tritt heute vor die Presse und stellt das Regierungsprogramm für die kommende Legislaturperiode vor. 5 Punkte sind ihr dabei besonders wichtig. Erstens, wir werden den Gender Pay Gap in Mecklenburg-Vorpommern endgültig beseitigen. Ab sofort verdienen ErzieherInnen in der Ausbildung genauso viel wie MechatronikerInnen. Nun kann die angehende Erzieherin Anja auch schon während der Ausbildungszeit auf eigenen Füßen stehen und etwas Geld für später zurücklegen. Zweitens, die Gesundheitswirtschaft wird in erster Linie am Wohl der Menschen orientiert. Krankenpfleger Karan hat nun genügend Zeit, sich angemessen um seine PatientInnen zu kümmern. Drittens, Familien- und Sorgearbeit wird zwischen Männern und Frauen gerecht aufgeteilt. Aya kann jetzt ohne schlechtes Gewissen zum Coaching für angehende Führungskräfte gehen, während Peter die Hausaufgaben mit den Kindern macht und das Abendessen vorbereitet.
Viertens, Frauen können sich frei und selbstbestimmt im öffentlichen und digitalen Raum engagieren. Denn Polizei und staatliche Behörden gehen konsequent gegen jegliche Gewalt gegen Frauen vor. Nun kann Daria sich ohne Anfeindungen bei Pro-Choice engagieren und Susi pflegt ihren Insta-Account, ohne sich mit sexuellen Kommentaren oder Angriffen herumschlagen zu müssen. Fünftens, wir in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen unsere vielfältige Wirtschaftsstruktur, denn das ist unsere Stärke. Die alleinerziehende Bildhauerin Sina kann von ihrer Kunst leben und die Jungunternehmerin Ella feiert mit ihrer Bio-Käserei internationale Erfolge. Die versammelte Presse ist völlig verblüfft. Ein solch progressives Programm hatte bisher noch keine Regierung vorgelegt. Frau Ministerpräsidentin, fragt die Reporterin der Missy, wie hat die neue Regierung das geschafft? Mit Strategie natürlich, antwortet Anne-Manuela Michael Simone mit stolzem Lächeln auf dem Gesicht. Mit Strategie geht's besser. Wir brauchen eine Gleichstellungsstrategie für MV. Das war ein kleiner Film, den wir als Landesfrauenrat im Rahmen des Wahlkampfes produziert haben. Interessanter Name, der Ministerpräsidentin. Und Ministerpräsidentin, weil der Job nun mal so heißt. Ne? Genau. Eine Skalenfrage. Skalafrage. Auf einer Skala von 0 bis 10 betrachtet, was meinen Sie, wie weit ist Mecklenburg-Vorpommern mit der Geschlechtergerechtigkeit? 0 bis 10, also die 0 steht, wir leben noch im absoluten Patriarchat, ne? Frauen sind den Männern untergeordnet und die 10 ist, wir haben die echte Gleichstellung erreicht, es ist total egal in allen gesellschaftlichen Bereichen, ob ich Mann, Frau, divers oder was auch immer sind. So zwischen 0 und 10, was meinen Sie, wo ist MV? Bei 7,5. Wow. Okay, was müssen wir machen, um die 9 zu kriegen? Um die 9 zu kriegen, da sind in dem Einspielfilm eben schon Themen angerissen worden. Beispielsweise die Frage der Bezahlung ist für mich eine, die wichtig und entscheidend ist. Wir haben vorhin am Anfang mal so ganz kurz den sozialen Bereich angerissen und sind dann aber gleich wieder zu anderen Themen gewechselt. Die Frage, wie kriegen wir gute Fachkräfte, auch in sozialen Bereichen, treibt mich natürlich auch um. Und dort über Tariflöhne, mehr tarifliche Bindung, gute Arbeit, gute Arbeitsplätze, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, neben der Frage, dass wir auch weiter die Kinderbetreuungsangebote so ausbauen. Und das Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist hier auch angeklungen, nämlich die Frage, wie teilen wir die Sorgearbeit und die Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen gleichberechtigt auf. Wir sind also längst nicht mehr bei 0, wir sind aus meiner Sicht auch nicht mehr bei 5, aber um eben dort bei 9 oder 10 zu landen, haben wir auch mit der nächsten Generation von Frauen und Männern, ja, auch als Mütter, die wir Söhne erziehen, ist in der Hand, auch dort mehr Augenmerk darauf zu legen, dass dort wir noch zur Gleichstellung kommen. Ganz abgesehen von der Frage, wie gehen wir denn mit Personen um, die sich keinem der beiden Geschlechter eindeutig zuordnen lassen. Auch dort ist über das Beratungsangebot hinaus, das wir im Land haben und ausbauen müssen, natürlich auch noch eine Menge zu tun, um bei 10 zu landen. Sie sind aber ganz schön optimistisch, 7,5, also ich glaube, ich würde eher so auf 5 oder 6, weil ich glaube, wir haben noch ganz schön mit Rollenstereotypen im Kopf. Ne? Also wir haben auf der rechtlichen Ebene scheinbar eine Menge erreicht, so, ne? Aber das im Kopf da, so die, mit diesen ganzen Klischee und den Stereotypen, das glaube ich, wird noch ein paar Generationen dauern, ne? Aber so unterschiedlich ist. Wir als Landesfrauenrat wünschen uns ja oder haben schon seit einer geraumen Zeit das eben gefordert nach einer Gleichstellungsstrategie. Die Bundesregierung hat ja gerade aktuell eine Gleichstellungsstrategie verabschiedet. Einige Bundesländer haben das schon seit mehreren Jahren. Ich weiß, in Hamburg, Sachsen-Anhalt. Und auch jetzt die SPD hat das in ihrem Wahlprogramm drin, die SPD-MV, so eine Gleichstellungsstrategie für MV. Bisher hatte sich mal die Landesregierung eine Gleichstellungskonzeption gegeben, die aber lediglich nur für
die für die Verwaltung, für die Ministerien eben halt gültig war oder gültig ist. So, ne? Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu einer Gleichstellungsstrategie? Also wie würde diese Strategie aussehen? Wer ist daran beteiligt? Und wie könnten auch so die ersten Schritte so dahin aussehen? Diese Gleichstellungsstrategie führt aus meiner Sicht die Themenfelder, die wir vorhin schon angerissen haben, zusammen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nur eine Konzeption auf Landesebene. Das ist eben schon ein wichtiger Schritt, diesen dann aber zu übertragen auf alle Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, zu verbinden mit der Frage, wie sind wir dann unterwegs bei Förderung von Frauen in Führungspositionen hin bis zum, was machen wir eigentlich, um unsere Kitas weiter auszubauen. All das gehört zu dem Thema Gleichstellung. Und hat uns auch während der Corona-Pandemie jetzt nochmal gezeigt, wo denn eigentlich die Ansatzpunkte liegen. Sie haben das vorhin Rollenstereotype genannt. Ich habe mich auch ein wenig erschrocken, wie schnell wir, wenn Kitas geschlossen sind, in der einen oder anderen Familie wieder in dieses Muster zurückfallen, dass auf den Schultern der Frauen dann diese Frage Homeschooling und Homeoffice und was da alles dazu gehörte. Also doch keine 7,5. Ich bleibe bei meiner 7,5, also auf jeden Fall. Aber es gehört in so eine Gleichstellungsstrategie natürlich, all diese einzelnen Punkte zu bündeln und da dann auch nochmal sichtbar zu machen, dass Gleichstellung ein Thema ist, das eben übergreifend, es ist nicht ein Ministerium betroffen, es ist nicht ein Landkreis, sondern das muss was Gesamtgesellschaftliches sein, in dem jeder auch seinen Teil einbringen kann, jede gefragt ist nach ihren Erfahrungen und Meinungen. Und deswegen macht es Sinn, so eine Strategie für Mecklenburg-Vorpommern zu haben, die sich an der Bundesstrategie orientiert. Sie haben es gerade gesagt, das ist nicht nur ein Ministerium, sondern mehrere, aber es ist ja auch nicht nur die Ministerium, weil die Gleichstellung wird ja nicht nur in der Landesregierung gemacht, sondern eben, wir alle müssen sie irgendwo leben, realisieren, umsetzen, entwickeln. Mhm. Was wären jetzt wirklich so die ersten konkreten Schritte? Sie sind jetzt Ministerin so und so, Sie haben jetzt Ihre ersten 100 Tage hinter sich. So, was wäre denn so, wie konkret würden Sie das angehen, damit wir zu so einer Gleichstellungsstrategie kommen? Ich würde das so, wie wir es eben gesagt haben, bündeln. Ich habe gute Erfahrungen auf Bundesebene gemacht mit diesem runden Tisch, bei dem es um Gewalt gegen Frauen ging, dort zwischen Bund, Land und kommunaler Ebene sich abzustimmen bei diesem wichtigen Thema. Und so würde ich mich auch einer Gleichstellungsstrategie des Landes nähern, indem wir mit einem runden Tisch beginnen und alle Player in diesem Bereich an einen Tisch bringen und sagen, welche verschiedenen Themen haben wir, die wir denn da bündeln müssen. Ich gebe Ihnen recht, das ist nicht nur eine Frage der Ministerien und auf Landesebene und gerade deswegen ist es eben auch notwendig, dass nicht am grünen Tisch in Schwerin ein Konzept entsteht, sondern dass es im Austausch gesamtgesellschaftlich diskutiert wird, damit dann auch möglichst viele das akzeptieren können und mittragen. Mhm. Bin ich so ein bisschen skeptisch sozusagen, weil da komme ich jetzt gleich zu meinem nächsten Thema, dem Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Da haben wir ja auf Landesebene schon den Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und da ist dann, also da haben wir das ja genauso gemacht wie so eine Gleichstellungsstrategie, aber letzten Endes steht unterm Strich immer so, das darf, muss kostenneutral sein, es darf halt nicht mehr kosten, so, ne? Das ist immer so die große Krux bei diesen ganzen Strategien, die man sich vornimmt, bei diesen Plänen. Also man muss sich dann auch bewusst machen, dass es einfach Geld kostet. Aber jetzt komme ich dann zu meinem nächsten Thema, der dem Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. In unserem Forderungskatalog des Landesfrauenrates, den wir mit unseren Mitgliedsverbänden aufgestellt haben zur Landtagswahl, steht das unter dem Titel Die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Diese verpflichtet eben halt die Mitgliedstaaten der EU, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Und zuständig dafür ist eben der Bund, die Länder und auch die Kommunen. Wir haben das mal in so einer Grafik zusammengefasst, die können wir kurz mal zeigen für unsere ZuschauerInnen, wo wir so die wesentlichen Punkte mal kurz und knapp zusammengefasst haben, die wir auch
in unseren Medien, in unseren Social-Media-Kanälen auch verbreitet haben. Ich kann es noch mal kurz vielleicht ein, zwei Punkte näher eingehen. Das eine ist halt, dass wir 100 zusätzliche Frauenhausplätze für MV fordern. Die Istanbul-Konvention empfiehlt pro 10.000 EinwohnerInnen einen Frauenhausplatz. Wir haben in MV 60 Plätze für Frauen. Bei 1,6 Millionen Einwohner wären das eben halt 160 Frauenhausplätze. Da fehlen schlichtweg einfach 100 Plätze für MV. Ein zweites Thema ist die Beratungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt, seien es Kinder, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, oder auch Erwachsene, Frauen wie Männer dort. Da empfiehlt die Istanbul-Konvention eine Beratungsstelle pro 200.000 Einwohner. Runtergerechnet auf MV wären das insgesamt eben halt 8 EinwohnerInnen. Das ist halt gerade so für unser Flächenland, ist es auch total wichtig, dass das überall im Land einfach verteilt sind. Aktuell haben wir nur 5 Beratungsstellen, spezialisierte Fachberatungsstellen zu dem Thema. Und die auch sehr unglücklich verteilt sind im Land. Also es gibt zum Beispiel in Schwerin eine Beratungsstelle, die für den Landkreis Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Schwerin zuständig ist. Also für 3 Landkreise eine Beratungsstelle, in der nur eine Mitarbeiterin sitzt. So, ne? Also da sehen wir, dass wir dann doch noch also einige blinde Flecken in unserem Land haben. Und es bedarf da schon eine große Anstrengung, um da die Istanbul-Konvention wirklich umzusetzen. Sprich, es muss einfach auch Geld in die Hand genommen werden. Momentan gibt die Landesregierung 2,5 Millionen Euro aus für den Bereich, für die Hilfen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt. Das ist schon eine Menge, das ist toll, dass es das gibt. Aber wie gesagt, einfach nicht ausreichend, ne? Frauenhausplätze, 160 werden benötigt und es gibt nur 60. Also eigentlich müssten wir diesen Etat verdoppeln, diese 2,5 Millionen. Wie ist das möglich? Die Istanbul-Konvention hat ja 81 Paragraphen. Das wird also nicht sein, was wir von heute auf morgen mit einem Federstrich umgesetzt bekommen. Wenn wir uns die Frage der Finanzierung gerade von Frauenhausplätzen angucken, dann möchte ich, dass die Art der Finanzierung, so wie wir es in Mecklenburg-Vorpommern haben, bleibt. Das heißt, wir zahlen eine Pauschale und es wird dann nicht danach geguckt, so ist es in anderen Bundesländern, ist die Frau berechtigt, nach SGB eine Förderung zu bekommen, darf sie aufgenommen werden, ist sie es nicht, wie eine Studentin beispielsweise, wird sie nicht aufgenommen. Sowas kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nun ist das bei den Frauenhausplätzen eine Empfehlung, die die Istanbul-Konvention mitgibt. Ich möchte, dass alle Frauen, die Schutz suchen in Mecklenburg-Vorpommern, auch wirklich einen Platz bekommen. Deswegen ist es das, was ich als bedarfsgerecht empfinde. Jetzt zu sagen, wir brauchen 100 zusätzliche Plätze, wenn ich im Moment höre, dass jede schutzbedürftige Frau auch wirklich in einem Frauenhaus einen Platz findet, dann erlaube ich mir da ein Fragezeichen dahinter zu machen, wobei ich mir natürlich auch wünsche, das haben wir ganz am Anfang unserer Stunde heute gesagt, wenn 500.000 zusätzlich da ist, dann wäre das schon ein Bereich, in dem ich gern zusätzliches Geld auch einsetzen möchte. Genauso verhält es sich mit der Beratung. Auch dort sind die 200.000 eine Empfehlung, die in der Istanbul-Konvention ausgegeben werden. Ich würde es schön finden, wenn in den Beratungsstellen möglichst 2 Frauen arbeiten können, weil wir alle wissen und wenn wir dort mal ins Gespräch kommen, auch sehr schnell merken, dort werden sehr schwierige familiäre Lebenssituationen auch beraten und die Beraterinnen selber müssen die Gelegenheit haben, sich auszutauschen, das nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Genau. Beratung findet auch in den Frauenhäusern statt, wie man dort also bedarfsgerecht das so bündeln kann, das wäre mir schon sehr wichtig, aber das sind wie gesagt 2 Punkte. 79 weitere der Istanbul-Konvention bleiben für uns noch zu tun und von daher wird das ein Prozess sein, der länger begleitet werden muss. Also nicht alle diese Punkte kosten ja Geld. So, ne? Es sind ja viele einfach rechtliche Umsetzungen, da geht es um Schulung, da geht es um Öffentlichkeitsarbeit, um Sensibilisierung. Aber es gibt eben halt Sachen, die kosten auch richtig eben halt Geld. So ein Frauenhausplatz kostet einfach Geld. Selbst wenn Sie diese 160 jetzt erstmal eher als Empfehlung sehen, ist es einfach klar, dass die 60 Plätze einfach nicht ausreichen. Es gibt nach wie vor eine große Zahl an Anfragen an Frauen, die eben nicht aufgenommen werden können, weil einfach gerade das Haus voll ist. So, ne? Also das passiert
passiert halt immer wieder. Also da gibt es auf jeden Fall einfach einen Bedarf. Also gerade in Rostock ist das so und dann versuchen wir eben mit anderen Frauenhausplätzen das zu decken. Das wissen wir ja aber beide, dass es auch dort in Rostock auch weiteren Bedarf gibt. Genau. Ich gucke ich gerade mal, ob das schon Fragen. Da gab es eine Frage, ja, die kommt, die passt jetzt gleich sogar zu meinem nächsten Themenkomplex. Es gibt einfach so den großen Überbegriff Daseinsvorsorge. Es gab also gerade im letzten Jahr immer wieder und in den letzten Jahren einfach immer mehr so die Situation, Geburtskliniken werden geschlossen in MV, in Bergen, in Wolgast, in Kriewitz, Kinderstationen werden geschlossen, gerade so in der Fläche. In den größeren Städten werden einfach die Mieten immer teurer und auch unerschwinglicher für Frauen mit geringerem Einkommen, alleinerziehenden Menschen und. Die Wege zu Beratungsstellen und Ämtern in unserem ziemlich großen Flächenland werden eigentlich immer länger. Der ÖPNV im ländlichen Raum ist einfach nicht bedarfsgerecht. In der Vergangenheit haben schon einfach viele kleine Krankenhäuser in der Fläche einfach schließen müssen oder wurden geschlossen. Es gibt immer weniger Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen in unserem Bundesland. Die Universität Greifswald bildet keine Ärzte mehr aus in dem Bereich Schwangerschaftsabbruch. So, da merkt man einfach so einen Rückschritt, so wenn es einfach um die Versorgung oder gerade um die Bedürfnisse von Frauen eben halt geht in der MV. Die Schwangerschaftsberatungsstellen im ländlichen Raum sind oft mit dem ÖPNV einfach nur sehr schwer erreichbar. Das braucht schon eine ganze Tagesreise, um dort in eine Beratungsstelle eben halt zu fahren. Angesichts all dieser Probleme, mal so die Frage, die bei uns aufkam, so, woran erkennt eigentlich eine junge Frau in MV, dass für sie Politik gemacht wird? Genau für sie, speziell für sie, für ihre Bedürfnisse in ihrer Situation. Woran erkennt sie das? Angesichts eigentlich all dieser Entwicklungen, die es gibt. Also was diese Punkte angeht, ist auch das Programm der SPD ganz klar. Es geht zum einen darum, beispielsweise die Mobilitätsfrage mit einem Rufbussystem im ganzen Land so zu klären, dass es eben keine Tagesreise ist und auch jeder Ort mit Bussen zu erreichen ist. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat das aus meiner Sicht sehr vorbildlich eingeführt. Dort hat man die Möglichkeit, innerhalb von 2 Stunden sich anzumelden und wird zu den Hauptlinien mit dem Bus gebracht. Ganz klar wollen wir dieses System in allen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern haben. Neben der Frage, dass wir in dieser Legislatur ja das Azubi-Ticket eingeführt haben, in der nächsten auch für Seniorinnen und Senioren das wollen und in der Vorstellung der SPD, auch in meiner Vorstellung, dann so ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr für jeden anbieten können. Das ist die Frage der Erreichbarkeit. Bei der Frage, was ist Inhalt des Studiums, erschreckt und schockiert es mich, dass dieser wichtige Bereich nicht mehr unterrichtet wird. Wenn man Ärztin, Arzt werden will, gehört dieser Punkt dazu. Genauso wie die Frage, wie kann ich mich im Internet denn informieren? Wo wird so etwas gemacht und auf welche Art und Weise? Also auch das kann ich als Gleichstellungsministerin, aber auch als Frau nicht akzeptieren, dass es dort Ärzte gibt, die in Deutschland dafür verurteilt werden, dass sie informieren. Selbstverständlich hat eine Frau in einer solchen Krisensituation das Bedürfnis zu wissen, wie funktioniert sowas eigentlich und wer macht es, wo bekomme ich da Hilfe? Und die Frage der kleinen Kliniken, das ist eine Frage, die wir auch in unserem Wahlprogramm bewegen, aber die eben auch die Menschen bei uns im Land in den nächsten Jahren ganz konkret umtreibt. Und da darf es nicht darum gehen, was viel kostet, wird in den Kliniken nicht mehr angeboten. Die Kinder, die Geburtshilfe, das ist das, was teuer ist. Und die Idee dahinter ist, dass wir über ein Pauschalsystem arbeiten und vielleicht auch den ein oder anderen Weg wieder gehen, indem man sagt, kann man das ein oder andere Krankenhaus rekommunalisieren.
Es ist nicht so, dass, das sehen wir jetzt, im Bereich der Krankenhäuser, der Daseinsvorsorge bei Wohnungen und Ähnlichem, es gut war, dass wir Anfang der 90er immer den Ruf nach Privatisierung und solche Entscheidungen getroffen haben. Das ein oder andere muss vielleicht auch wieder zurückgedreht werden. Und die Frage, wie finanzieren wir denn die Geburtshilfe, wie finanzieren wir die Kinderkliniken, ist eine der entscheidenden. Neben der Tatsache, dass es dann auch Ärztinnen und Ärzte geben muss, die in diesem Bereich arbeiten wollen. Deswegen finde ich die Idee zu sagen, wer im ländlichen Bereich arbeitet, der soll schon eine Unterstützung während seines Studiums bekommen, eine finanzielle Unterstützung, wenn er sich danach verpflichtet, im Land zu bleiben, in ländliche Regionen zu gehen. Warum sollen wir nicht über solche Art und Weise auch während des Studiums schon Ärztinnen und Ärzte im Land werben und sie dann eben auch für den ländlichen Bereich halten? Mhm. Das vielleicht als kurzer Abriss. Es ließe sich aus all diesen Punkten, die wir heute Abend besprechen, ließe sich schon allein eine Stunde füllen. Die Daseinsvorsorge ist aber der Punkt, der am entscheidendsten dafür ist, bleibt Mecklenburg-Vorpommern so lebens- und liebenswert, wie es ist. Neben der Frage, dass wir jetzt mit Breitbandausbau auch sehen, dass Arbeit auch unabhängiger von einem Büroort werden kann oder von einem Unternehmen, kann Mecklenburg-Vorpommern diese Chance eben nur dann gut nutzen, wenn wir für die Daseinsvorsorge auch gut ausgestattet sind, dass die Leute im ländlichen Bereich nicht nur arbeiten, sondern dort auch leben wollen. Mhm. Das Thema Geburtshilfe, flächendeckende Geburtshilfe und Frauengesundheit, da hat auch gerade eine Sigrid vom Hebammenverband die Frage gestellt im Chat und verweist dort mit auf diese laufende Volksinitiative, die es auch gibt. Wie stehen Sie zur flächendeckenden Geburtshilfe und Frauengesundheit in MV? Also wie gesagt, ich habe noch nie so etwas unterschrieben. Ich werde das also auch jetzt nicht unterschreiben. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema, gerade flächendeckend dann auch zu wissen, wo bekomme ich denn ärztliche Unterstützung. Mit dem Hebammenverband bin ich seit Jahren, obwohl das Gesundheitsressort nicht bei mir ist, im guten Austausch. Es ist eben wichtig, dass wir wissen, wo bleiben die Frauen während der Schwangerschaft, aber auch für die Nachbereitung und da eine andere Finanzierung innerhalb der Krankenhäuser. Das ist das, was aus meiner Sicht das Wichtige ist, wie wir dort also dann. Ist das etwas, was man auf Landesebene regulieren kann? Da bin ich jetzt gerade nicht so. Können Sie das als Landesregierung beeinflussen? Also wir können Sie auch die Rekommunalisierung von Krankenhäusern beeinflussen? Da ist ja auch ein Landrat sehr aktiv unterwegs bei der Frage mit Unterstützung des Landes. Und die Frage, wie funktioniert die Finanzierung, das können wir als Land allein schon deswegen unterstützen, weil wir über Bundesratsinitiativen auch immer in der Position sind, mit anderen Bundesländern gemeinsam dann eine Initiative im Bundesrat zu starten, die auch Bundesgesetze dann so beeinflusst, dass es auf andere finanzielle Füße gestellt wird. Ich bin ja auch im Pflegebereich da unterwegs, auch dort gehört an den Anfang einer qualitativen Verbesserung immer die Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Also das wäre jetzt auch etwas ganz konkret, was Sie dann einfach auch in Angriff nehmen würden, da zum Beispiel so eine Bundesratsinitiative. Ja, ja. Also das ist, wie gesagt, auch ein Thema meiner Partei im Wahlprogramm und wäre damit ein Punkt, den wir stark machen würden in mögliche Koalitionsgespräche. Das eine ist ja so die Geburtskliniken an sich, die Krankenhäuser, aber auf der anderen Seite sind es ja auch einfach so die Hebammen. Also ich finde so, die Hebammen sind ja so in den letzten Jahrzehnten geradezu einfach irgendwie auch ziemlich an den Rand gedrängt worden, gerade so, wenn es um die Versorgung zu Hause ging, um auch Hausgeburten und. Ne? Also das wird ja immer eher alles in die Kliniken gedrängt, weil klar, scheinbar dort dann einfach auch mehr Geld mitverdient werden kann. Und Hebammen wird es ja auch sehr schwer gemacht, Hausgeburten eben halt vorzunehmen. Ist das irgendwie ein Thema? Ja, das ist ein Thema. Auch schon seit Jahren die Frage mit der Versicherung, ging das damals los, genau, dass Hebammen horrende Versicherungssummen zahlen sollten, um eben solche Hausgeburten noch anzubieten. Ich weiß, dass es damals auch eine Frage der Unterstützung war, aber für eine richtige Wahlfreiheit gehört eben dazu, dass ich auch die Möglichkeit habe, wenn ich mich dann für eine Hausgeburt entscheide, auch wirklich eine Hebamme vor Ort vorzufinden.
unter meinem Wahlkreisbüro ist eine Hebamme eingezogen. Deswegen habe ich da jetzt den direkten Austausch. Wenn wir uns im Flur treffen, unterhalten wir uns auch über diese Themen. Es ist wichtig, dass wir also auch dort sichtbar machen. Deswegen bin ich auch dem Hebammenverband dankbar, dass Sie sogar hier die Gelegenheit nutzen, genau, noch eine Frage zu stellen. Ja, das ist leider so, dass also viele Hebammen das dann nicht mehr anbieten, die Hausgeburten, weil sie es einfach nicht leisten können mehr. Ne? Genau. Da kommen wir schon fast zum Schluss. Ich habe noch eine Frage. Wenn man immer so viele Zettel hat, ne? Doch, die stelle ich Ihnen noch. Es ist 6:10 und ganz zum Schluss nochmal. Mit welcher Frau aus der Gegenwart oder Geschichte würden Sie gern ein Glas Wein trinken? Auch das ist wirklich eine tolle Frage. Ich hätte schon Schwierigkeiten, mich für eine Frau zu entscheiden, aber ich darf ja jetzt nur eine sagen. Ich habe vor kurzem eine Biografie von Madeleine Albright gelesen, die als Außenministerin in den USA uns allen bekannt ist. Und da war aber so ein bisschen beschrieben, wie sie so am Anfang ihrer Karriere zunächst ihren Mann unterstützt hat, die drei Kinder großgezogen hat. Dann ist die Ehe auseinandergegangen und sie selbst hat durchgestartet. Und ich glaube, da würde es mindestens eine Flasche Wein werden. Mit der würde ich mich tatsächlich gern mal einen Abend unterhalten. Rotwein oder Weißwein? Das kann sie gern aussuchen, ich trinke beides gern. Schön. Eine Frage noch. Stellen Sie sich vor, ne, Sie haben erfolgreich die Wahl hinter sich, Sie sind Bestandteil des neuen Ministerkabinettes, aber Sie sind gar nicht Gleichstellungsministerin, sondern Sie sind Justizministerin. Als Juristin würde das ja vielleicht auch vielleicht ganz gut passen. Und Sie sollen eine Rede oder Sie wollen eine Rede zum 8. März im Parlament halten. Welches Gleichstellungsthema würden Sie sich nehmen? Einfach ein Thema. Beim Justizressort, für das ich dann bei dem Gleichstellungsthema sofort eine Idee hätte, das ist nämlich die Frage der psychosozialen Prozessbegleitung. Mhm. Dort sind wir sehr vorbildlich in Mecklenburg-Vorpommern gestartet und haben jetzt die Idee, eben die Prozessbegleitung auch auf Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, auszuweiten. Da die Finanzierung wieder wie im Modellprojekt auf eine Pauschale aufzustellen, das wäre wahnsinnig gern Inhalt der ersten Rede, die ich dann im Parlament in diesem Justizbereich hätte. Daran zeigt sich auch an dieser Frage, dass Gleichstellungsthemen eben eine Querschnittsaufgabe ist. Also bei Fragen, habe ich eine gute Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner bei der Beratung, bis hin zur Frage, wie werde ich in einem möglichen Prozess eigentlich begleitet. All das spielt in dieses wichtige Thema mit rein. Und ich bin mir sicher, auch bei anderen Ressorts würden wir ohne Schwierigkeiten schnell Themen finden, die mit Gleichstellung zu tun haben. Aber bei Justiz ist das der erste Impuls, den ich habe. Das, was mich am meisten da umtreiben würde. Das wäre doch mal richtig einfach vielleicht eine Idee für die zukünftigen 8. März, sozusagen, dass nicht die Gleichstellungsministerin eine Rede hält, sondern einfach alle anderen Ressorts, um zu verdeutlichen, dass einfach Gleichstellung wirklich ein Querschnittsthema ist, ne? Ja. Dass es eigentlich alle angeht und nicht nur die Gleichstellungsministerin, die Sozialministerin. Das ist eine gute Anregung. Wir haben ja schon den Empfang der Ministerpräsidentin. Mhm. Aber dann mal zu sagen, so, und da laden wir uns jetzt jedes Jahr dann einen Ressortkollegen, eine Ressortkollegin ein mit einem gleichstellungspolitischen Thema, wird sofort notiert. Ist eine gute Idee. Gut. Können Sie gerne mitnehmen. Okay, das war's dann auch schon. Die Stunde bei Auf ein Wort mit Stefanie Drese ist vorbei. Herzlichen Dank, liebe ich Stefanie danke Drese. Ihnen. Das war gar nicht so schlimm, das war für mich so das erste Mal. Ich fand es sehr, sehr anregend, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es Ihnen Freude bereitet hat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Kraft für den ganzen Wahlkampf, der jetzt noch ein knapper Monat, ne, der jetzt noch vor Ihnen liegt, dass Sie das gut durchstehen und auch viel Erfolg bei der Wahl. Und wir sehen uns dann nach der Wahl vielleicht. Vielen Dank. Also mir hat es auch große Freude gemacht und eine Stunde ist wie im Flug vergangen. Genau. Es sind wichtige und tolle Themen, die wir hoffentlich dann auch weiter gemeinsam bewegen können. Danke für die guten Wünsche. Und wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht, ne? Genau. Und auch bei all unseren ZuschauerInnen möchte ich mich bedanken.
Vielen Dank auch an mein Team des Landesfrauenrates im Hintergrund, die das alles hier mit vorbereitet haben für die Organisation. Danke Claudia, danke Anna, danke Kathleen. Wie eingangs erwähnt, war dieser Talk der erste in der Reihe auf ein Wort mit. Schon am kommenden Mittwoch, also übermorgen, wird es die nächste Runde geben. Da werden Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Grit Diede-Reiche begrüßen können, auch eine Frau aus einem Mitgliedsverband des Landesfrauenrats. Und sie wird hier das Gespräch führen mit Sabine Enseleit von der FDP. Schauen Sie gerne dann auch wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vergessen Sie nicht, wählen ist entscheidend.